Hallöchen, ihr Lieben. Es ist mal Zeit jetzt hier für eine, ja, Wochenendlegung, beziehungsweise möchte ich gerne mal so ein bisschen die Energien jetzt fürs Wochenende und natürlich auch die Zeit darüber hinaus einfangen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich. Wir haben hier schon mal die Lilien und die Störche. Hier kündigt sich eine Veränderung an. Zum einen natürlich hier die Thematik der sensiblen Seite deinerseits. Manchmal aber auch ein gewisses Verlangen im zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht darf das jetzt gewandelt werden und da schmeißt sich auch schon der Sarg raus. Primär würde ich das jetzt erstmal als Transformation betiteln. Der Sarg kann natürlich auch durchaus mal ja eine gewisse Schwere mit sich bringen. Generell heißt es hier Ende, Abschluss. Aber manchmal auch Kummer. Es kann aber auch sein, dass da so ein bisschen die Wehmut mit reinschwingt, gerade wenn diese Veränderung kommt. Ha, in Richtung Freude und Harmonie hier mit den Blumen. Das ist auch etwas, ja, schwer gefühlt sein kann, weil vielleicht ein ja langer Abschluss oder eine lange Reise jetzt in den Abschluss kommt. Sagen wir es mal so. Sprich, es kann gut sein, dass ja vielleicht ein Job, den du lange gemacht hast, ja jetzt ein Ende findet und hier gewandelt werden darf. Das Schicksal, das Kreuz ist rausgefallen und hat das kleine Glück im Gepäck. Und an diesem hängt bereits das Schiff. Ja, das Schiff deiner Träume, dein Seelenweg. Vielleicht auch tatsächlich ein Umzug, der notwendig ist, um ja jetzt deinen Sehnsüchten gerecht zu werden. Das kann durchaus eine Rolle spielen. Für den einen oder anderen kann es auch durchaus eine tatsächliche Reise sein. Aber ich würde sagen, es ist eher so, ja, das Ende, das Loslassen, Transformieren, Abschlüsse finden und dementsprechend neu starten. Mal gucken, was das Tarot dazu sagt. Vielleicht hat auch gestern jemand seinen letzten Arbeitstag gehabt tatsächlich und startet jetzt, ja, vielleicht sogar eine Woche, macht noch eine Woche Urlaub oder zwei und startet dann an einem neuen Ort durch. 7 der Schwerter. Hier nutzt jemand sein Geschick, geht seinen eigenen Weg und befreit sich, ja, vielleicht sogar aus einer alten Abhängigkeit. Thema Selbstständigkeit könnte damit eine, ja, oder könnte da eine Rolle spielen. Hier wird auf jeden Fall, ja, schnell gehandelt. Ritter der Stäbe ist Abenteuerlust, ist Begeisterung. Hier geht's feurig zur Sache. Das ist eine Intention, der gefolgt wird, ohne da groß nachzufragen. Ja, also hier springt wirklich jemand ganz unbedarft ins Abenteuer. Und erfüllt sich hier mit der Welt seinen Wunsch. Es geht hier wunderbar weiter. Die nächste große Arkana fällt raus mit der Kraft. Und das Ganze hat hier auf jeden Fall mit der eigenen finanziellen Stabilität zu tun. Hier ist wirklich gesunder Egoismus am Start. Hier hat es jemand wirklich auch erkannt. Es gibt noch wichtigere Dinge im Leben. Und ja, auch wenn aller Abschied manchmal schwer fällt, so ist das kleine Glück und das eigene Seelenleben hier begleitet von positiven Nachrichten doch manchmal wichtiger. Also wenn du hier gerade wirklich in einer extremen Umbruchstimmung bist und das Gefühl hast, ja, die Welt geht hier so ein bisschen unter, na, Bube der Schwerter, hier kommt so ein bisschen Impulsivität manchmal auch noch mitzutragen. Generell heißt es hier aber Neuigkeiten und Pläne, besonders im Hinblick auf deine finanzielle Absicherung. Dann mach dir auf jeden Fall nicht so viele Gedanken, ja, weil dieses negative Kummer kann dann eben dafür sorgen, dass du dich selber ausbremst. Ja, denk dran, du gibst dann in dem Moment Wasser
auf dein Feuer. Hier sieht das aber nicht so aus. Ganz im Gegenteil, der Stabkönig ist eine sehr dynamische Energie, sehr willensstark, sehr strebsam, autoritär. Und diese Person lässt sich hier auf jeden Fall nicht aus der Bahn werfen. Das freut mich auf jeden Fall ungemein. Also wenn du jetzt zwischen deinen Zyklen etwas Zeit hast, um durchzuschnauben, dann gönn dir das auf jeden Fall. Der Teufel, Schattenthematiken, die noch eine Rolle spielen, beziehungsweise ist es dieser Prozess vom Ablösen der Vergangenheit. Welche ist denn gerade rausgefallen? Der Hierophant. Ich lege dir mal da unten hin. Ja, Hierophant, das Spirituelle, dein Glaube und ein Hinweis, immer an deinen eigenen Sinn zu glauben, dir selber auch zu vertrauen, dir auch erlauben, dir selbst zu vertrauen. Und dir bewusst zu machen, 10 der Münzen, dass Verwirklichung möglich ist, weil du es möglich machst. Du machst es für dich möglich. Und das sollte auch immer deine erste Intention sein in jeder Angelegenheit. Es geht um dein eigenes Glück und nicht um das Glück deiner Mitmenschen. Und vielleicht warst du vorher quasi in einer Art Abhängigkeit, wie viele Menschen. Ja, sind irgendwo angestellt, du musstest ja eine Rolle spielen. Gut, da wurdest du auch für bezahlt. Aber jetzt startest du vielleicht in deinem eigenen Unternehmen durch. Oder hast generell einen neuen Job bekommen, wo du ein bisschen freier sein kannst. Und hier so ein bisschen, ja, deine Gedanken neu ordnen kannst. Denn die 5 der Schwerter, das ist so ein bisschen, ja, die Konfrontationskarte. Sie sagt zum einen, lerne aus der Vergangenheit und sie sagt auch, es ist Zeit. Die Wende ist bereits da und du solltest sie nutzen und nicht wieder in diese, es passt tatsächlich so ein bisschen zur gestrigen Energie, zum Start ins Wochenende, nicht wieder zurückfallen in dieses alte Verhaltensmuster. Denn du lebst jetzt bald einen neuen Zyklus. Und diese alten Energien, ich sag's gerne immer, sind wie so Gummibänder, die an dir hängen und dich vom Vorankommen abhalten. Oder es ist sehr, sehr schwierig, vorwärts zu kommen. Deswegen spreng deine alten Ketten und versöhne dich auch mit dir selbst. Die Sonne bringt dir Energie, auch Versöhnungsenergie. Und die Sonne sagt dir auch, es ist Glück. Ja. Und sie macht es einfach, einfach. Ritter der Kelche. Ich habe hier eine sehr hilfsbereite Person im Kartenbild. Eine Person, die aber auch jetzt wieder inspiriert werden kann, in die eigene Sensibilität gehen darf und die sich selber gerecht werden darf. Ritter der Kelche steht auch für deine eigenen Ideologien. Die Karte sagt auch, es ist wichtig, im eigenen Wissen von deinem Gefühl und der Harmonie zu bleiben. Also von Wissen und Gefühl beides in Harmonie zu halten, sprich deiner Realität zu folgen. Die 7 der Stäbe zeigen darauf hin, dass es anstrengend wird. Gar keine Frage. Aber du bist in der Situation, dich selbst zu behaupten, ja, das auch durchziehen zu können. Und dann haben wir hier durchaus noch eine Tendenz liegen mit dem Bube der Stäbe, dass hier ein Angebot reinkommt. Generell auch eine Karte, die sagt, es ist Aufbruchsstimmung. Aber sie kann natürlich auch bedeuten, dass wir hier eine kleine Flirt-Dynamik drin haben, beziehungsweise auch ein sehr, sehr vielversprechendes Angebot. Wir haben ja hier die guten Nachrichten drin, auf dich zukommt. Also, gehe immer mit Bedacht voran, bleibe in deinem eigenen Sinn, erlaube dir, dich wieder selber zu spüren und dementsprechend auch für dich selbst einzusetzen. Hilfsbereitschaft ist gut, ist löblich, aber sich nur für andere aufzuopfern, bringt dich am Ende des Tages auch nicht weiter. Bedenke dies immer.
ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Start in dein neues Leben.